Mich je beim Madden ausraste? Nee, eigentlich nicht. Wollen die mich komplett verarschen, Digga? Ich bin raus, Alter! Achtung, dieses Video ist nicht für Leute geeignet, die ein Problem mit emotionalen Reaktionen auf Madden NFL 21 Games haben. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuen Video auf Easy Money. Digga, die Betonung war heute ganz komisch. Ich hatte es ja in der ersten Episode angekündigt, JD mit den Jacksonville Jaguars ist in meiner Division. Und deswegen werden wir heute unser erstes Game haben. Er steht 0-1, ich stehe 1-0. Das wird sehr spannend auf jeden Fall. JD ist ein verdammt guter Spieler. Ich verliere meistens gegen ihn. Jetzt haben wir ein deutlich besseres Team, deswegen vielleicht habe ich etwas bessere Chancen. Aber muss man mal gucken. Ansonsten, kurzer Blick in die Division. Texans stehen jetzt 0-2, hätte ich nicht gedacht. Colts stehen 2-0, also auf jeden Fall krass stark von ihm. Ansonsten sind in der AFC ganz oben die Chiefs, die Patriots und die Colts und ganz unten die Jets, die Texans, was wie gesagt sehr überraschend ist, und die Steelers. In der NFC ganz oben die Lions, nicht gesteuert von JD, aber trotzdem stark, die Falcons, die Bucks, die Eagles, die Giants und die 49ers, Alter, sind alle sehr gut bisher. Und die schlechtesten Teams momentan sind die Packers, die Bears, die Cowboys, jawohl, Digga, und die Seahawks. Gut, genug mit den Standings, wir gucken mal, wir haben ein bisschen Weekly Training, was wir machen können, und dann gucken wir mal, wen wir upgraden können. Kenny Vaccaro und Corey Davis, sehr, sehr stark. Run Support oben rauf für Kenny. Alter, guck mal, der braucht 27.000 XP, um sich abzugraden. Also das wird definitiv selten sein, dass der sich mal upgraden kann. Genau deswegen bin ich auch am überlegen, den irgendwie zu traden oder mir da einen jüngeren Safety zu holen. Aber trotzdem jetzt immerhin erstmal auf den 79er. So, und Corey Davis, schönes Upgrade, Alter. Deep Threat oben rauf. Alter, Deep Route Running plus 3, das ist überstark. Release plus 1 und Spin Move plus 1, sehr, sehr nice. Gut, Leute, dann würde ich sagen, starten wir gegen die 0-1 Jacksonville Jaguars, gesteuert von JD. Leute, wir befinden uns in Nashville, in Tennessee, im verregneten Stadion. JD wird den Ball zuerst bekommen, deswegen hoffe ich mal, kann ich hier einen saftigen Kick raushauen. Oh, wir haben ein bisschen Delay hier. Das ist nicht schön. Ich hoffe, das wird sich nicht durchs Spiel ziehen. So, mal gucken, wie es hier starten wird. All Blue übrigens gegen All White. Sehr, sehr nice Jersey-Matchup, wie ich finde. Also, macht auf jeden Fall Bock. Alter Junge, wir haben auf jeden Fall mega viel Delay. Das ist ungeil. Also der Lauf ist natürlich gut, aber trotzdem der Delay, vor allem bei Audibles geben, ist richtig ekelhaft. Neuer 1. und 10 für Jacksonville. Er läuft den Ball direkt nochmal und das ist, ja, ist okay. 4 Yards ist eigentlich zu viel. So, Leute, 2. und 6. Mal gucken, was er machen wird. Ich hoffe nicht, dass er jetzt hier eine tiefe Bombe direkt anbringt. Er hat nämlich ein paar Audibles gegeben. Oh, nee. Eieiei, das ist eine Interception, oder? Oh, krank, Digga. Desmond King mit einer Interception hier. So, Leute, unser Gameplan ist natürlich so viel wie möglich, Derrick Henry zu rocken, ne? Ist ganz klar. Oh, da hat er direkt mal eine dicke Lücke. Derrick! Let's go, Derrick! Come on, renn! Ja! Bro, let's go! Was ist denn da mit dem Linebacker passiert oder wie auch immer? Er schmeißt sich auf einmal hin, kommt nicht ran. Derrick Henry direkt mal mit einem, wie viel Yards waren das überhaupt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall fetter Touchdown, Digga. Let's go! Digga, ein Play, 83 Yards, 11 Sekunden. Krank. Warum ist denn der Kicker so kacke? Der Strich zeigt echt nicht mal bis in die Endzone rein. Das ist irgendwie ganz schön mau. Also auch wenn ich den hier perfekt treffe, wird der nicht mal in die Endzone reingehen, Digga. Also vielleicht brauchen wir einen neuen Kicker, vielleicht liegt es aber auch nur an dem Wetter, ich weiß es nicht genau. So, 1. und 10 für Jacksonville, mal gucken, was er macht. Schon mal Passspielzug. Oh, Running Back war komplett offen. Ah, fast ein First Down. So, kein Running Back hinten drin. Interessant. Oh, alles zu! Clowny kommt mit dem Sack durch, let's go! Ich dachte nämlich kurz, er spielt die Drag-Route an, weil die war, glaube ich, offen. 3. und 13. Jetzt nichts Dummes, Großes hier zulassen. Oh, das gibt's nicht, Alter. Ich dachte, da wäre ich. Alter, wieder kein Running Back hinten drin. Wir sind hier. Digga, gib mir doch den Pick, Junge! Oh mein Gott, Audibles haben uns wieder komplett auseinandergenommen. Meine Güte, ich wollte einen ganz anderen Spielzug einstellen. Stattdessen switcht er die Seiten von dem Spielzug, ey. Kritisch. 1. und 10, läuft er den Ball wieder? Ja, tut er. Und das ist aber ganz gut gestoppt. Oder auch nicht, es waren 5 Yards. Damn. 2. und 5, er passt den Ball. Ah. Digga, Gardner Minshew. Komm schon, switch das Play. Ey, es ist unglaublich, wie lange das hier alles dauert. Geht gar nicht klar, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Oh, Junge, er stolpert. Er ist an der 1. Kennt ihr das in Madden, wenn ihr euch wirklich richtig anstrengt und zusammenreißt und richtig fokussiert, einen guten defensiven Stopp hinzupacken und es funktioniert einfach gar nicht? Es ist das Frustrierendste der Welt, Digga, sag ich euch ganz ehrlich. So, 1. und 10, wir probieren es direkt wieder mit einem Lauf.
Und der sieht ganz saftig aus, fast bis zum First Down. Second and one. Mal sehen. Wir werden einfach gesackt, weil wir keinen Block bekommen. Geile Sache hier. So, wichtiges Play. Sehr, sehr wichtiges Play. Ryan Tannehill, bester Mann, Digga. Ein unglaublich akkurater Pass. Kann man auf jeden Fall mal machen. Gut, Leute, dritter Drive, erster und 10. Mal gucken, was geht. Wir laufen den Ball mit Derrick Henry. Das ist ein sehr solides Gain. Bis wieder fast für ein First Down. Zweiter und 1. Mal gucken, wie es hier läuft. First Down haben wir schon mal mit einer Drag-Route. Ist zwar ein langweiliger Pass, aber nehme ich. Wir gehen No Huddle. Wir probieren den Ball jetzt zu laufen nochmal, indem wir vorher aber den Tight End in der Motion schicken. Er switcht die D-Line nach links. Mal gucken. Jawohl, das sieht ganz gut aus. Auch das sind wieder ein paar Yards. 2 und 5. Mal gucken, was gehen wird. Auch hier wieder Henry. Kriegt aber einen ganz saftigen Hit, Digga. So. Oh, lucky. Da war er zwar mit dem User, war auch sehr frech von mir, dass ich da hingeworfen habe, aber nehmen wir, wa? Erste und 10. Mal gucken. Ja, nehmen wir hier wieder Drake. Geiler Move von Corey, Digga, der schüttelt zwei Leute ab und noch einen dritten hinterher, Digga. Entweder Jacksonville Jaguars schlechte Tackler oder Corey Davis ein absolutes Biest. Erster und 10, wir laufen den Ball durch die Mitte mit einem Draw. Das sieht ganz solide aus, Alter. Wieder fast ein First Down. Also Henry macht ein krankes Spiel bisher. Wir werden auch hier nochmal laufen. Henry! Jawohl, First Down ist da, er schüttelt einen ab. Wir sind an der 6. First and Goal, mal sehen. Da ist er. Ah, den hat er festgehalten, okay. Wir sind an der 1. Und das ist ein Touchdown für Henry. Let's go! Also bisher extrem von Henry getragen worden, Alter. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in der Defense ein bisschen aufdrehen und ihn auch vielleicht mal stoppen. Das mit dem Kicken hatte übrigens anscheinend nur was mit dem Wetter zu tun oder der Seite des Spielfeldes. Ich weiß es nicht, weil der Kick ging ja jetzt deutlich hinter die Endzone. So, Leute, 1. und 10. Er läuft den Ball. Oh, wir laufen dran vorbei, aber dicker Hit am Ende noch. 2. und 1. Drag abgecovert, der passt nach draußen zum Running Back. Oh, okay. Geht ins Aus, aber macht, glaube ich, Minus-Yards, oder? 3. und 4. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, Alter. Double Drags einfach. Läuft den Ball hier tatsächlich? Hätte ich nicht gedacht. Läuft den Ball nochmal und wir sind da. Sehr schön. 3. und 4. Ganz, ganz wichtiges Play. Mal gucken, was er hier machen wird. Das haben wir hier gestoppt. Und jetzt werden wir eine Timeout nehmen, weil wir hoffen, dass er nochmal den Ball puntet und wieder nochmal jetzt eine Minute Zeit haben, um eventuell noch was zu reißen vor der Hälfte. So, hoffentlich wird es jetzt kein Fake. Aber selbst wenn, hoffe ich, können wir das Ganze stoppen. Mal sehen, 4. und 5. Es ist kein Fake. Er puntet ganz normal. Da sollten wir vielleicht fair catch callen. Habe ich auch gemacht. Okay, wir sind in der 14. 57 Sekunden. Mal sehen. So, 1. und 10. Mal gucken, was gehen wird. Nelson. Come on, Nelson. Yes, sir. Let's go, bruh. Yeah. Da lohnt es sich doch direkt, Nelson geholt zu haben, Alter. Speedster, aber um ehrlich zu sein, es war halt auch ein Outside-Linebacker, glaube ich, auf ihm. Von daher, man muss gar kein Speedster sein, um da eigentlich an einem Outside-Linebacker vorbeizurennen. Hoffe ich zumindest. Also, Digga, er verkickt das viel cool. Ey, Junge. Aber ja, nicht, dass ihr irgendwie auf die Idee kommt zu sagen so, oh ja, nur weil du einen Speedster hast. Weil da war halt, wie gesagt, glaube ich, ein Outside-Linebacker auf dem Receiver. Deswegen auch ein 91er oder 92er hätte eigentlich vorbeisprinten müssen, können müssen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Läuft den Ball tatsächlich. Und das ist aber gut gestoppt. 2. und 5, Leute. Er hat gerade den Running Back noch nach draußen geschickt. Mal gucken, was er hier machen will. Ah! Junge! Digga! Wenigstens ist er in Bounds geblieben, sodass die Zeit weiter tickt. Aber trotzdem, sowas darf nicht passieren, Mann. 1. und 10, was macht er? Hier ist alles abgedeckt. Alles abgedeckt. Oh, er wird fast gesackt und das ist ein Pick. Let's go! Let's go. Okay, da muss man auch ehrlich sagen, das war halt überscheiße wieder von Madden, dass er im Sack dann genau dahin wirft, dass mein DB den holen kann. Aber trotzdem nehme ich, Digga. Wir probieren jetzt Brown eine Bombe zu geben. Ah, das hat er gerade noch so gemerkt, Alter. Wir rennen mit Tannehill. Tannehill rennt. Sliden. Sehr schön, Alter. Timeout. So, 17 Sekunden noch. Dann nehmen wir doch erstmal hier Davis. Boah, riskanter Pass. Und wir nehmen auch jetzt nochmal eine Timeout. Und werden jetzt, glaube ich, noch einmal probieren, einen tiefen Ball zu werfen. Falls ich jetzt hier nichts offen sehen werde, werde ich den Ball einfach wegwerfen, weil Hauptsache ist halt, dass wir noch einen Field Goal mitnehmen können, ne? Nein, Kreis war offen. Shit, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Kreis war offen. Oh mein Gott, wir hätten Kreis für einen Touchdown gehabt. Junge, so lost von mir, Alter. Da wollte ich zu viel, Digga. Beziehungsweise, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Kreis, wie gesagt, war ganz außen und war komplett offen. Das tut weh, sage ich euch ganz ehrlich. Es hätte ein Touchdown sein können. Stattdessen jetzt eine Interception.
die hier eventuell noch zu irgendwas führt. Er hat noch eine Sekunde, also ein Play kann er noch machen, Alter. Er rennt den Ball nochmal. Juti, damit gehen wir in die Hälfte. Ich führe 20 zu 14 und bekomme den Ball nach der Halbzeit. So Leute, ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit, den Ball zu laufen. Er steht zwar eigentlich gut da mit seiner Defense, aber rennt dran vorbei. Wir bekommen ein paar Yards immerhin. Zweiter und 6, es sieht aus, als würde er blitzen, aber mal gucken, was hier geht. Ja, wir nehmen hier die Drag ganz entspannt. Da ist Corey Davis mit einem Stop and Go, let's go! Schade, dass er da noch gecatcht wird, Alter, aber ganz wilder Move hier von Corey Davis. Erster und 10, wir probieren es zu laufen. Oh mein Gott, wir juken genau in ihn rein, Alter. Mann, war das dumm. 2 und 10, wir laufen direkt nochmal. Und das, naja, ist okay, sind ein paar Yards. Puh, 3. und 7, wichtiges Play, Leute. Wir nehmen hier den Tight End. Renn. Ah, oh, so lucky, dass er da noch rangekommen ist, Alter. 4. und 3. Der Coach schlägt vor, dafür zu gehen, aber ich glaube, wir werden hier tatsächlich jetzt mal ganz entspanntes Field Goal nehmen. Ich habe ja immer ein bisschen Angst, ein Field Goal zu nehmen, weil ich einfach nicht so gut darin bin. Beziehungsweise, weil man auch oft einen Lag bekommt. Aber der sitzt. 23 zu 14 führen wir. Jetzt ist es ein Two-Possession-Game. Ja, es war ein guter Lauf von ihm. Er geht direkt No-Huddle. Läuft dann nochmal. Ah, wir nehmen genau die falsche Lücke. Das war mau. Da ist der nächste Pick. Da ist der nächste Pick. Let's go. Junge, Alter, let's go. Wieder Desmond King. Junge, Junge, Junge. Wilder Typ. Nein! Vor allem er und ich haben vor dem Spiel noch über meine Slant-Routen geredet und es war so blind von mir geworfen, Digga. Das war einfach nur ultra dumm. Das war einfach nur ultra dumm. Da habe ich ihm den Ball einfach zurückgeschenkt. Das ist jetzt schon Tannehills 3. Interception. Also irgendwie brauchen wir mal einen neuen QB, Alter. Der hat auch im letzten Spiel schon 2 Interceptions geworfen. Läuft den Ball nochmal mit einem Counter und der ist ganz saftig eigentlich. 6 Yards. 3. und 4, wichtiges Play. Wenn wir ihn hier stoppen können, hätten wir einen, nein, der ist offen. Wer auch immer da gecovert hat, war viel zu langsam, Digga. Das ist doch schon wieder mau. Das ist viel zu simpel, Digga. Man kann nicht so einfache Touchdowns zulassen. Wow. Okay, also vorhin im ersten Drive oder im zweiten hatten wir einen Pass, der einfach viel zu weit ging und ich da einen Pick 6 dafür bekommen habe. Jetzt bekommen wir hier einen Fumble beim Kick Return. Gut, Madden, dann weiß ich ja, in welche Richtung dieses Spiel mal wieder geht, ne? Also auf jeden Fall sehr, sehr klassisches Madden an der Stelle, dass wir da einen Fumble bekommen. Auf jeden Fall mega nice. Aber gut, es ist Madden, Leute, es passiert. Was soll man machen? Man kann sich jetzt ewig drüber aufregen oder man hakt es halt ab. It is what it is, wie man so schön sagt. Und auch der Lauf ist gar nicht mal schlecht. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wer ist denn die Nummer 10? Ist der Flash oder so? Wie schnell ist der denn? Alter Schwede. Let's go. Guter Pass. Erster und 10. Wir laufen den Ball durch die Mitte. Oh, Henry, so ein Biest, Digga. Henry ist so ein Biest, Junge. Sage ich euch ganz ehrlich. Henry ist so ein Biest und er jumpt sogar für die Pylon und bekommt hier den Touchdown. Das ist unglaublich, Junge. Henry ist so ein Biest, Digga. Guck mal, da bekommen wir einen Fumble beim Kickoff und Henry sagt sich, ey, Team, I got you, bro. Ich mach dir schnell den Touchdown zurück. So, wir gehen für die Two-Point, mal gucken. Oh, Henry kann den Ball nicht fangen. Schade, okay, 29-28. Erst sonst 10 für die Jacksonville Jaguars. Screen Pass kommt. Oh mein Gott, wir... Mann, ey, Madden, Junge, reparier dich doch mal bitte, Mann. Was soll denn das die ganze Zeit hier? Es reicht doch irgendwann auch mal, Madden, oder etwa nicht? Ich verstehe sowas einfach nicht. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Wow. Okay, Madden. Wer zum Henker ist diese Nummer 10, Bro? Jesus Christ. Guter Stopp. Mann, das gibt es doch nicht. Dieses Spiel ist unglaublich. So, wir nehmen hier die Drag. Corey Davis rennt bis zu 40. Erst sonst sehen wir, probieren den Ball zu laufen. Ja, das ist ganz gut. Das ist ganz gut. 2 down 2. Auch hier probieren wir es, aber diesmal mit einem Counter Run.
Und der geht richtig gut. Henry schüttelt wieder Leute ab. Wir sind an der 34. 14 Rushes für 207 Yards, 3 Touchdowns. Jesus Christ. Erster und 10, mal gucken. Dann nehmen wir hier den Tight End. Oh, gibt eine Flagge. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Roughing the Passer war sogar. Yes, Sir, es ist Roughing the Passer. Wir werden es natürlich akzeptieren und sind jetzt an der 12. So, wir rushen wieder. Und das ist... Ich dachte schon, da wäre keiner mehr. Dann wäre es der 4. Touchdown für Henry gewesen, Alter. 2. und 2, wir probieren zu laufen. Und das easy, der 4. Touchdown für Derrick Henry in diesem Game, das ist ganz, ganz krank. Two-Point-Conversion, mal gucken. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn, sehr schön. So, wir führen mit 3 Punkten, 37-34. Wir müssen jetzt JD aufhalten. 2 Minuten 40 und 3 Timeouts ist extrem viel Zeit. Deswegen, wir müssen ihn jetzt unbedingt stoppen. Läuft den Ball und das ist richtig gut gestoppt, sehr schön. 2. und 11, mal gucken, was er machen wird. Wir haben nur 3 D-Liner drin. Ich bin sehr gespannt. Oh, er schickt so den Running Back noch weg. Mal gucken, was hier gehen wird. 2. und 11. No. Warum? Was macht der Safety, Digga? Lässt er sich einfach beaten, Alter. Also sowas ist wirklich peinlich. Das ist ein Star-Safety, er lässt sich einfach von einem Jaguars-Receiver beaten, Junge. Es ist nicht nur ein Star-Safety, es ist ein Superstar-Safety mit Abilities, Digga. Aber dass da ein Typ an mir dran vorbeirennt, juckt mich nicht. So, Leute, wir probieren es jetzt zum ersten Mal im Spiel mit einem Screen. Der sieht ganz okay aus. Ja, na gut, es waren halt 3 Yards, ne? 2. und 7. Let's go. Let's go! Nein, schon wieder die Audibles, Junge. Das kostet mich so viel Zeit. Ich habe außerdem die Seite geswitcht und das wollte ich halt nicht mal. Mann, Alter. Sehr schön, Junge. Let's go. So, Leute, 47 Sekunden noch. Da rennen wir doch selber. Oh mein Gott, Tannehill braucht 10.000 Jahre zum Losrennen. Ey, das ist kritisch. Sowas ist immer richtig kritisch, Digga. Wenn du einfach eine fette Lücke hast zum Scramblen und der QB braucht aber Jahre, um loszurennen, das ist auf jeden Fall mau. So. Das nehmen wir doch schon mal ab ins Aus. Wir sind an der 13, 37 Sekunden noch. 3. und Inches, wir werden hier auf jeden Fall laufen. Ja, das ist easy. Wir gehen no huddle, no huddle, no huddle, no huddle, no huddle, no huddle. Come on, 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 come on. Oh mein Gott, das dauert so ewig, Digga, beeilt euch doch mal. Junge, 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 wir laufen noch mal und das ist ein Touchdown, Alter. Let's go, Mann. 14 Sekunden übrig, wir haben einen Touchdown gescored. Er rennt den Ball. Digga, das gibt es doch nicht. Und es ist richtig weit. 8 Sekunden noch. Er ist an der 38. 1. und 10. Was macht er? Okay, Running Back. Damit kann ich leben. Das sollte Game Over sein. Jawohl. Game Over, Digga. 44, 41. Alter Schwede. JD hat mit den Jags gespielt. Und daran kannst du erkennen, was für ein guter Spieler er ist. Weil er hier einfach die ganze Zeit... Also er hat uns ja fast besiegt, Digga. Das war ein übertrieben knappes Game. Und wie gesagt, das mit den Jags, das ist schon eine richtig kranke Leistung. Deswegen GG an ihn. Es gab viele Momente in dem Game, über die ich mich wieder zu Tode aufgeregt habe. Aber man muss ehrlich sagen, es gab sowohl für ihn als auch für mich richtig dumme Momente und auch richtig glückliche Momente. Alter Schwede. Wir kommen hier im Endeffekt on top raus, aber... Junge, 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 das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Game. Und das Ganze wird es nochmal diese Saison geben, weil er halt in meiner Division spielt, Junge. Also definitiv nervenaufreibend, Junge. Aber ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir gucken einmal schnell in die Stats rein. Wir haben ein Passer-Rating von 95,8, 17 von 20 angebrachten für 314, ein Touchdown und 3 Interceptions, mega mau. 20 Mal haben wir probiert zu passen, 19 Mal sind wir gelaufen. Also ein sehr schönes Verhältnis und Derrick Henry, 5 Touchdowns? Damn, Alter. Ich hoffe, die Admins denken nicht, ich habe probiert, ihn zu pushen, aber Derrick Henry war halt einfach ein Beast. 18 Rushes, 231 Yards, 12,8 im Durchschnitt, 5 Touchdowns, Junge. Eieieiei. So, Leute, damit sind die Colts jetzt immer noch Platz 1 mit 2-0. Dahinter sind wir mit 2-0. Dann kommen die Jacksonville Jaguars mit 0-2 und die Texans auch mit 0-2. Ich bin sehr überrascht, dass Texans und Jags beide 0-2 stehen. Aber mal gucken, wie sich die Saison noch entwickeln wird. Wenn euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert natürlich, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.